Mein Name ist Reinhard Kepler. Ich habe die Freude, seit kurzer Zeit Präsident des Wiener Roten Kreuzes zu sein. Das Wiener Rote Kreuz ist mir schon seit meiner Kindheit bekannt. Mein Vater war Mitarbeiter des Wiener Roten Kreuzes als Chef des St. Anna Kinderspitals. Und ich habe bei den Rotkreuzfeiern im St. Anna Kinderspital teilnehmen dürfen. Und in meiner Funktion als ärztlicher Direktor und später Gesamtdirektor des Allgemeinen Krankenhauses habe ich weiter Verbindung gehabt zum St. Anna Kinderspital, das ja an das Allgemeine Krankenhaus und die Universitätsklinik angeschlossen ist. Es war mir daher eine große Freude, eingeladen zu werden, die Funktion des Präsidenten des Wiener Roten Kreuzes zu übernehmen. Seit Dezember 2014 bin ich Vizepräsident des Wiener Roten Kreuzes. Ich hatte Gelegenheit, mit meinem Vorgänger Dr. Karl Sküber zusammenzuwirken. Die Arbeitsweise von Dr. Karl Sküber hat mich wirklich begeistert. Er hat sehr engen Kontakt zu allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen vom Roten Kreuz gehalten und hat mit solcher Umsicht und Freundlichkeit dieses Unternehmen geführt, dass es für mich sehr schön sein wird, diesen Weg fortsetzen zu dürfen. Das Rote Kreuz darf und will auch nicht als große Institution gesehen werden, sondern als Gemeinschaft von Menschen, die sich direkt und unmittelbar den Menschen zuwendet, die Hilfe brauchen. Das Rote Kreuz ist breit aufgestellt und deckt nahezu jeden Bereich ab, in denen hilfsbedürftige Menschen in unserer Stadt sind. Ich möchte betonen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich als Präsident des Wiener Roten Kreuzes an der Spitze stehe. Ich kann aber nur der Koordinator der Leistungen der vielen sein, die sich beim Roten Kreuz engagiert haben. Also die vielen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch insbesondere die vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in allen Regionen Wiens tätig sind und das Gesicht des Roten Kreuzes darstellen. Ich freue mich auf die weitere Tätigkeit im Roten Kreuz.